Mein Name ist Helmut Rath, ich bin Geschäftsführer der Praalfa Software hier in Österreich und ich möchte getreu dem Motto Praxistage versuchen, einfach ein paar Gedanken oder Informationen aus der Praxis unserer täglichen Arbeit heute im Rahmen dieses Vortrags hier zu vermitteln. Wie gesagt, die Firma Praalfa ist ein Anbieter von betriebswirtschaftlicher Standardsoftware. Das heißt, wir bieten Lösungen an für Industrie- und Handelsbetriebe, die sich damit beschäftigen, wie diese Unternehmen ihre Geschäftsprozesse in den Griff bekommen können, in der Auftragsbearbeitung, im Rechnungswesen, in der Produktionsplanung und so weiter. Und ich möchte Ihnen einfach ein paar Informationen mitgeben, wie wir heute an solche Projekte, wenn wir unsere Software bei diesen Unternehmen einführen, herangehen, welche Schwerpunkte wir dort setzen und wie wir uns als Unternehmen in diesem Zusammenhang positionieren. Ein kurzer Überblick über die Themen, die ich Ihnen da im Rahmen dieses Vortrags auch vorstellen möchte. Ich möchte einfach damit beginnen, um Ihnen einmal kurz zu erläutern, Geschäftsprozessverwaltung, was steht eigentlich dahinter? Welche Werkzeuge gibt es dafür, wie gehen wir an ein solches Projekt heran und warum ist es notwendig, solche Geschäftsprozesse dann auch in eine betriebswirtschaftliche Standardsoftware, die jetzt ein Rechnungswesen unterstützt, auch zu integrieren. Ein weiterer wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Geschäftsprozessen ist natürlich auch, dass es nicht reicht, wenn Sie einmal hergehen und Ihre Geschäftsprozesse definiert haben, sondern Sie müssen auch dafür sorgen, dass diese Geschäftsprozesse in weiterer Folge dann auch nachhaltig von allen Mitarbeitern gelebt werden, dass auch Änderungen in den Geschäftsprozessen entsprechend nachgezogen werden und dass eben hier sichergestellt wird, dass die Beschreibung, die Dokumentation der Geschäftsprozesse entsprechend aktuell ist. Nächster Schritt dann die Integration in das ERP-System. Wie können wir das machen? Ich habe dann auch die Firmenpräsentation bewusst an das Ende meines Vortrags gestellt heute. Ich möchte Ihnen zuerst inhaltlich einmal etwas erzählen und zum Schluss dann erst kurz das Unternehmen vorstellen und als letzten Abschluss dann noch eine kurze Session mit Fragen und Antworten. Wenn wir vom Thema Geschäftsprozessmanagement oder Geschäftsprozessverwaltung sprechen, dann gibt es hier einfach eine Fülle an Fragestellungen, über die man diskutieren muss. Das beginnt damit, nicht, was ist ein Geschäftsprozess, welche Daten stecken dahinter, welche Dokumentationen gibt es, welche Berechtigungen stecken hinter den einzelnen Geschäftsprozessen, bis hin in den unteren Zeilen dieser Folie, die Sie jetzt vor sich sehen, nachhaltige und kontinuierliche Verbesserung, Transparenz, Kostenkontrolle von Geschäftsprozessen. Alle diese Dinge sind erforderlich und sind berechtigte Fragestellungen, wenn es darum geht, jetzt über Geschäftsprozesse zu sprechen, zu diskutieren, zu überlegen und auch über deren Umsetzung in einem ERP-System. Ein Punkt, den wir bei der Umsetzung der Projekte in den letzten Jahren immer wieder feststellen können, ist einfach der, und das haben auch sehr viele Unternehmen mittlerweile durchgezogen, dass bei der Einführung von Softwarelösungen oder bei der Frage, wie ein Unternehmen organisiert wird, eigentlich zusehends immer mehr die Geschäftsprozesse in den Vordergrund rücken und immer weniger die funktionale Aufteilung des Unternehmens. Nicht? Ich bin jetzt mittlerweile 30 Jahre in dieser Branche tätig und wenn ich daran denke, nicht, wie wir früher vor 20 oder 30 Jahren an solche Projekte herangegangen sind, nicht, dann war es damals durchaus üblich, dass man gesagt hat, so, wir nehmen jetzt einmal die Vertriebsabwicklung und schauen uns, wie wir das am besten organisieren können. Wir nehmen eventuell die Finanzbuchhaltung und versuchen dann eventuell in späterer Folge dann irgendwelche Schnittstellen zwischen den einzelnen Systemen zu implementieren. Heute geht man viel eher dazu über, dass man den Geschäftsprozess in den Mittelpunkt stellt und sagt, so, ich habe jetzt ausgehend von der Anfrage des Kunden über ein Angebot, das der Kunde erhält, bis zum Auftrag, Lieferschein, Rechnung, bis hin zur Überleitung in die Finanzbuchhaltung, zum Mahnwesen und zur Zahlung dieses offenen Postens oder dieser Forderung. Diesen Geschäftsprozess betrachten wir und wir betrachten das jetzt von vornherein übergreifend über die einzelnen Module. Das heißt, wir haben keine isolierte Betrachtung mehr, was passiert jetzt im Vertrieb und was passiert in der Finanzbuchhaltung, sondern wir sehen wirklich den Geschäftsprozess, der eigentlich von der Anfrage des Kunden bis zur Zahlung der offenen Forderungen geht. Und das ist schon ein wesentlicher Unterschied in der Herangehensweise, nicht, für solche Projekte. Und ich glaube auch, dass so dieser Terminus, das Geld liegt in den Prozessen, dass der eigentlich schon eine enorme Aussagekraft und auch eine enorme Bedeutung hat, weil aus
meiner Sicht oder aus unserer Sicht es wirklich so ist, dass Effizienzsteigerungen vor allem in der Verwaltung, in den Unternehmen, vor allem dadurch erreicht und erzielt werden können, nicht? Wenn man es schafft, hier wirklich die Geschäftsprozesse mit möglichst wenig Bruchstellen und möglichst effizient zu organisieren. Und wie gesagt, das ist auch die größte Herausforderung, vor der viele Unternehmen und auch wir als Lieferant von Werkzeugen für diese Geschäftsprozesse immer stärker stehen. Wenn man sich ansieht, wie Geschäftsprozesse heute dokumentiert werden, wie sie gelebt werden in den Unternehmen, da kann man da durchaus sehr unterschiedliche Verfahrensweisen, unterschiedliche Dokumentationsrichtlinien und so weiter feststellen. Es gibt viele Unternehmen, denen erst heute bewusst wird, dass ein enormes Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter steckt und dass es etliche Mitarbeiter gibt, die mittlerweile vielleicht 50 oder 55 Jahre alt sind und wo die große Gefahr besteht, dass mit dem Ausscheiden dieser Mitarbeiter im Zuge einer Pensionierung oder einer längeren Krankheit enormes Wissen für das Unternehmen verloren geht. Und das betrifft jetzt nicht nur Fertigungsprozesse und Fertigungsrichtlinien, sondern es betrifft durchaus auch Geschäftsprozesse, die einfach über 20, 30 Jahre im Unternehmen entstanden sind, die vielleicht auch entsprechend gelebt werden. Nur es gibt nirgendwo eine Dokumentation dafür. Wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, dann wird ihm nur gesagt, so, du hast das so und so zu machen. Es ist aber keine stringente Dokumentation verfügbar. Und das sind Dinge, die aus unserer Sicht auch durchaus unternehmensgefährdend sein können. Wir halten es deswegen auch für enorm wichtig, gerade im Zuge einer Einführung einer neuen betriebswirtschaftlichen Standardsoftware, auch darüber nachzudenken, wie diese Geschäftsprozesse, eben das Wissen darüber, wie man einen Kundenauftrag bearbeitet, anlegt, wie man eine Kommissionierung durchführt, wie man ein bestimmtes Produkt fertigt oder solche Dinge, dass solches Wissen auch strukturiert in irgendeiner Form abgelegt wird. Und da ist es eben so, dass man wirklich von diesem Wissen der Mitarbeiter abgeleitet dann entsprechende Prozessbeschreibungen erstellen kann oder erstellen soll und aus dem heraus dann auch entsprechende Detailbeschreibungen ableiten kann. Das können jetzt sein Verfahrensanweisungen, das können Checklisten für bestimmte Vorgänge sein, das kann auch eine Dokumentation über bestimmte Vorgänge sein und, und. Also das ist eigentlich der erste Schritt. Die Modellierung ist ja ein bekanntes Mittel in verschiedenen Ingenieurwissenschaften oder auch in der Architektur, nicht? Wirklich wesentliche Aspekte der Realität darzustellen in einem Modell. Und genauso wie die Modelle in den Ingenieurwissenschaften oder auch in der Architektur ihre Berechtigungen haben, haben solche Modelle natürlich auch in der Entwicklung von Unternehmensstrukturen, Unternehmensorganisationen auch oder auch in der Entwicklung von Geschäftsprozessen ihre entsprechende Berechtigung. Das heißt, wir versuchen mit unseren Werkzeugen, wenn wir an ein solches Projekt herangehen, zunächst einmal so ein Unternehmensmodell aufzustellen, wo dann eben auch die entsprechenden Abläufe zwischen den einzelnen Abteilungen eines Unternehmens grafisch dargestellt werden. Und Sie können sich dann auch durchaus vorstellen, dass solche grafischen Darstellungen von Unternehmensprozessen dann auch durchaus immer wieder Aha-Effekte in den Unternehmen auslösen. Wenn man sich nur dieses Diagramm anschaut hier, nicht? Wenn dann der Geschäftsprozess mehrere Male von links nach rechts zwischen den einzelnen Abteilungen wechselt, nicht? Stellt man dann natürlich sehr oft die Frage, ist es wirklich notwendig, dass da dreimal der Kundenauftrag zwischen den beiden Abteilungen zur Abstimmung hin und her geschoben werden muss oder reicht das nicht, wenn das in einem Schritt mitgemacht wird? Ne? Also solche Dinge können durch eine entsprechende grafische Darstellung eines Geschäftsprozesses in einer sehr frühen Phase bereits erkannt werden und da ist eben gerade auch eine entsprechende grafische Aufbereitung enorm wichtig. Genauso wichtig, das ist aber meistens auch die einfachere Aufgabe, ist es natürlich die Aufbauorganisation in einem Unternehmen darzustellen. Hier geht es eben in erster Linie darum, einmal die Organisationsstrukturen festzulegen. Was ist auch die wesentliche Grundlage für die Darstellung von Zuständigkeiten? Gibt es entsprechende Schnittstellen? Wer ist verantwortlich für welche Mitarbeiter und so weiter? Das ist auch eine entsprechende Grundlage. Die schwierigere Aufgabe, wie gesagt, wenn ein solches Unternehmensmodell erstellt wird, ist sicherlich die Frage, welche Geschäftsprozesse gibt es eigentlich? Was sind die Kernprozesse? Wer hat was in welcher Abfolge zu tun? Wer ist verantwortlich dafür?
zwischen welchen Abteilungen, zwischen welchen Mitarbeitern wechselt das, welche Zuständigkeiten bestehen hier. Und gerade in diesen Fragestellungen ist es eben immer wieder so, nicht, dass die grafische Aufbereitung hier eine sehr große und sinnvolle Unterstützung bei der Einführung auch leisten kann. Wir haben eben ein Werkzeug, mit dem wir die Unternehmen dann im Zuge der Einführung einer Standardsoftware, einer ERP-Software begleiten, wo wir dann auch unterschiedliche Modellierungsmethoden und Ebenen darstellen können. Das beginnt eben mit einer Prozesslandkarte. Das ist eigentlich nichts anderes als eine grobe Darstellung der wesentlichen Geschäftsprozesse in einem Unternehmen. Auf der nächsten Ebene werden dann eben die übergreifenden Prozesse, jetzt beispielsweise, was ich jetzt schon mehrfach genannt habe, der Vertriebsprozess dargestellt als ein durchgängiger Prozess mit mehreren Abteilungen. Im nächsten Schritt, in der nächsten Detaillierungsebene, geht es dann darum, dass wirklich einzelne Arbeitsabläufe innerhalb einer Organisationseinheit konkret beschrieben werden. Das heißt, wenn ein Auftrag reinkommt, dann ist zunächst einmal die Kalkulation zu machen und der Schritt und bis hin zur Freigabe durch den Vorgesetzten oder sonstigen etwas. Nicht? Und quasi als Abfallprodukt dieser ganzen Arbeit entstehen dann auch automatisch die entsprechenden Formulare, Benutzerhandbücher, detaillierte Beschreibungen zu den Prozessen, Checklisten, je nachdem, was man eben braucht. Nicht? Wie gesagt, wenn eine solche Prozesslandkarte erstellt worden ist, dann ist es natürlich erst ein erster Schritt und es ist dann natürlich nicht so, dass damit automatisch gewährleistet ist, dass diese Prozesse auch so gelebt und umgesetzt werden. Das ist eben dann der zweite Schritt, der für uns genauso wichtig ist. Und hier kommen wir eben zu dem Punkt, wo wir sagen, gut, die Umsetzung oder die Integration dieser Geschäftsprozessmodelle in ein ERP-System, das ist eigentlich erst der wesentliche Schritt, dass man aus dem, was man sich vorher überlegt hat, nämlich wie man das Unternehmen optimal organisieren kann, dass man daraus auch den entsprechenden Benefit und Nutzen ziehen kann. Da geht es jetzt eben dann um Fragen wie Transparenz und Kontrolle, welche Kosten entstehen mit den einzelnen Prozessen, wie kann ich sicherstellen, dass eine nachhaltige Verbesserung oder kontinuierliche Verbesserung in den Prozessen auch passiert und vor allem, wie habe ich damit umzugehen, wenn sich ein Geschäftsprozess ändern sollte, wenn es von Seiten der Kunden oder Lieferanten neue Anforderungen gibt, weil jetzt EDI-Kommunikation eingeführt wird oder weil ich den Zahlungsverkehr auf SEPA umstellen muss oder sonst irgendetwas. Nicht? Auch diese Dinge sind natürlich immer ein wesentlicher Faktor, weil mir sonst das ERP-System und die Geschäftsprozessmodellierung immer weiter auseinanderläuft und ich eigentlich den Nutzen für den Aufwand nicht mehr erzeugen kann, nicht? Weil wenn nach 3 Jahren das Geschäfts- oder das Unternehmensmodell noch immer auf der gleichen, am gleichen Stand steht wie zur Einführung eines ERP-Systems und das ERP-System aber sich schon weiterentwickelt hat, dann habe ich von meiner ganzen Geschäftsprozessmodellierung nichts mehr. Das heißt, ein ganz wesentlicher Punkt aus unserer Sicht ist auch das, dass ein solches Geschäftsprozessmodell mit Leben erfüllt wird, dass Änderungen in den Geschäftsprozessen dort auch nachgezogen werden, nachgehalten werden, dass wenn neue Mitarbeiter dazukommen, wenn neue Abteilungen dazukommen, wenn neue Produkte dazukommen, wenn eben neue Kommunikationsformen dazukommen oder sonst irgendetwas, dass das auch in dieser Prozesslandkarte entsprechend dokumentiert und nachgezogen werden kann. Es kann Änderungen an Datenstrukturen geben, es können neue Formulare oder Dokumente dazukommen. Also es gibt hier eine Fülle an Änderungsmöglichkeiten, die eben auch immer wieder Auswirkungen auf die einzelnen Geschäftsprozesse haben. Warum ist es jetzt aus unserer Sicht so wichtig, dass ein ERP-System und die Geschäftsprozessverwaltung in einem System erfolgen kann? Wir sehen das einfach so, dass Geschäftsprozessverwaltung und eben das ERP-System wirklich aus einem Guss zusammengehören, weil das eine ohne das andere nicht existieren kann. Man kann das so vergleichen, nicht, dass man wirklich sagt, die Geschäftsprozessverwaltung, das ist sowas wie das Skelett eines Unternehmens. Das ERP-System, das ist dann das Nervensystem und das sind die Muskeln, die das Ganze eigentlich bewegen und erst mit Leben erfüllen. Das heißt, ohne diese beiden Dinge ist weder das eine noch das andere überlebensfähig und die beiden Dinge gehören wie siamesische Zwillinge fast zueinander.
Wenn man das in getrennten Systemen abwickelt, hat man einfach einen hohen Aufwand, die beiden Dinge in späterer Form in irgendeiner Art und Weise zusammenzuführen. Man baut da Mauern auf zwischen Dingen, die eigentlich zusammengehören. Und wie gesagt, das ist einfach ein Grundsatz in unserer ganzen Unternehmensphilosophie, nicht, dass wir eben der Meinung sind, nicht, Verbesserung der Effizienz in den Unternehmen ist eben vor allem durch Verbesserung in den Geschäftsprozessen möglich. Und das wiederum ist nur dann möglich, wenn ich die Verwaltung der Geschäftsprozesse, die Dokumentation der Geschäftsprozesse und das ERP-System in einem Topf zusammenfassen kann. Für die Umsetzung, ich habe jetzt einfach ein paar praktische Beispiele auch rausgenommen, wo ich einfach aufzeigen möchte, wie können wir jetzt nach einer Geschäftsprozessmodellierung auch hergehen und die Unternehmen bei der Umsetzung in die konkreten Abläufe im Unternehmen entsprechende Unterstützung anbieten. Wie gesagt, wenn man den Geschäftsprozess jetzt als zeitliche Abfolge von betriebswirtschaftlichen Aufgaben betrifft, dann ist es so, dass Sie in unserer Software dann die Möglichkeit haben, daraus entsprechende Workflows zu generieren, die aus unserer Sicht dann eben eine organisatorische und technische Umsetzung dieser Geschäftsprozesse sind. Ein solcher Workflow kann dann bestimmte Elemente beinhalten. Das können Ereignisse sein, Zustände, einzelne Vorgänge, Verteilergruppen. Das heißt dann, wen sollen Informationen geschickt werden, welche Auslöser gibt es für bestimmte Informationen und so weiter. Diese Definitionen können Sie dann in unserer Software durchführen und konkret in Ihren Unternehmensprozessen auch nutzen. Ich habe da einfach Fragestellungen, die hier immer wieder auftauchen. Nicht? Wer muss informiert werden, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Kunde angelegt wird im System oder wenn ein neuer Auftrag oder ein Angebot an einen Kunden rausgeht? Wie kann ich sicherstellen, dass nichts vergessen wird, dass alle Abteilungen informiert werden? Die bisherigen Lösungswege, die sind ja immer sehr unterschiedlich. Nicht? Da gibt es entweder eine E-Mail, das an die anderen Mitarbeiter geschickt werden. Da gibt es diese gelben Post-it-Zettel, die dann an die Terminals raufgeklebt werden oder es werden irgendwelche Zettel weitergereicht oder sonst irgendetwas oder es wird zum Telefon gegriffen. Wir versuchen, solche Dinge dann auch wirklich in strukturierten Geschäftsprozessen und Workflows entsprechend abzubilden. Einfach ein Beispiel zum Beispiel, wo wir das sehr häufig machen oder wo es auch durchaus Sinn macht, das ist einfach, wenn man jetzt sagt, wir haben eine Situation, die in jedem Unternehmen vorkommt, es wird ein neuer Kunde angelegt. Nicht? Dann gibt es einfach bestimmte Aktionen, die hier ausgelöst werden müssen. Es kann sein, dass man sagt, gut, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll im System, dann muss auch sichergestellt werden, dass die UID-Nummer geprüft und gepflegt wird. Es muss ein Konto mit dem Sammelkonto in der Finanzbuchhaltung angelegt werden, nämlich, dass entschieden wird, ist das jetzt ein Kunde im Inland, im EU-Ausland oder in einem Drittland, eventuell eine Info an den Vertrieb, dass der Kundenstamm angelegt wurde. Eventuell können auch noch andere Informationen notwendig sein. Es könnte zum Beispiel notwendig sein, dass eine Kreditlimitprüfung oder Kreditauskunft eingeholt werden muss und lauter solche Dinge. Solche Abläufe können Sie in unserer Software definieren und Sie können auch sagen, ich möchte automatisiert jedes Mal, wenn irgendwo im Unternehmen ein neuer Kundenstammsatz angelegt wird, dann möchte ich automatisch einen solchen Workflow auslösen, mit dem alle diese Arbeitsschritte automatisch angestoßen werden. Ein anderes Beispiel könnte sein, nicht, es soll ein neues Angebot angelegt werden und wenn ich jetzt irgendein Unternehmen betrachte, das komplexere Produkte anbietet, dann kann es durchaus sein, dass eben, wenn es um den Anlagenbau geht, nicht, dass der Vertreter informiert wird, dass eine technische Machbarkeitsprüfung durchgeführt werden muss, dass das Angebot zur Genehmigung an den Vertriebsleiter, an den Geschäftsführer, an den technischen Leiter gesendet werden muss, dass das dann wieder an den zuständigen Sachbearbeiter zurückgeht, dass es eine Nachbearbeitung gibt, eine Kalkulation und letztendlich wird das Angebot dann rausgeschickt zum Kunden oder zum Interessenten. Das heißt, es ist eine Fülle oder mehrere Bearbeitungsschritte, die immer durchgeführt werden müssen und bei denen sichergestellt werden muss, dass diese auch gemacht werden. Und genau dafür ist eben dieser Workflow geeignet. Wie gesagt, das natürliche Vorbild von unserem Workflow ist eben auch die Spinne, die ihr Netz spannt und dabei auch nichts übersehen kann. Die wesentlichen Elemente sind eben, dass die Informationsflüsse und die Aktivitäten gesteuert werden, dass sie auch überwacht werden können, dass nämlich kontrolliert werden kann, wer arbeitet an diesem Angebot, dass transparent gemacht werden kann, wer an diesem Angebot auch irgendwelche Aktivitäten durchgeführt hat, wer das kalkuliert hat, wer das freigegeben hat und vor allem, dass diese Dinge automatisiert werden.
Ich habe da nur als Beispiel immer einen Kunden, der so als Variantenfertiger sehr komplexe Produkte gefertigt hat, aber vor allem für Endverbraucher auch. Dort war es so, nicht, dass in der Auftragsbearbeitung, wenn ein Auftrag reingekommen ist, mehrere Arbeitsschritte erforderlich waren. Jeder Sachbearbeiter hat eine eigene Excel-Liste geführt, wann er welchen Auftrag an den nächsten weitergeleitet hat. Wir haben dann gemeinsam mit dem Kunden eine Analyse dieser Geschäftsprozesse gemacht und das umgestellt auf unsere Workflow-Systematik und konnten die durchschnittliche Bearbeitungszeit dieser Kundenaufträge von etwa 2 Wochen auf 3 Tage reduzieren. Also man sieht schon, dass durch diese Automatisierung auch eine deutliche Beschleunigung solcher Geschäftsprozesse möglich ist. Anderes Beispiel hier, nicht? Auch eine Situation, die in jedem Unternehmen vorkommt, dass neue Artikel oder neue Teilestammsätze angelegt werden. Hier kann man dann sogar in die Richtung gehen, nicht? Dass Teilestammsätze bei der Anlage beispielsweise automatisch gesperrt werden zunächst einmal und erst wenn alle Bearbeitungsschritte, also im Einkauf, in der Arbeitsvorbereitung, in der Kalkulation und so weiter erledigt sind, dass dann dieser Teilestammsatz erst für die weitere Bearbeitung freigegeben wird. Auch solche Abläufe lassen sich in diesem Workflow-Monitor von ProAlpha entsprechend abbilden. Oder auch, wenn wir jetzt ein Maschinenbauunternehmen hernehmen, nicht, dass auch die Konstruktion eingebunden wird. Nicht? Das heißt, wenn der Konstrukteur einen neuen Teil oder eine neue Stückliste anlegt, dass dann automatisch die zuständigen Mitarbeiter im Unternehmen auch informiert werden, dass sie die Daten ergänzen müssen und so weiter. Oder auch hier weiteres Beispiel, dass auch Entscheidungsvorgänge abgebildet werden können, nicht? Dass zum Beispiel festgestellt wurde, wurde die Ware bereits geliefert, wenn wir hier einen EDI-Auftrag hernehmen, oder muss es kommissioniert werden oder kann es sofort produziert werden. Vorteile und Nutzen dieser Integration von Geschäftsprozess und Workflow-Management. Wir haben einen präzisen und redundanzfreien Informationsfluss im Unternehmen. Das ist für uns ganz ein wichtiger Punkt. Es gibt nur ein System, das alle diese Punkte abbildet. Der Workflow stellt auch sicher, dass die Arbeitsabläufe im Unternehmen transparent und nachvollziehbar sind. Sie haben automatisch auch über den Workflow eine Dokumentation, wer eine bestimmte Kalkulation durchgeführt hat, wer ein Angebot freigegeben hat, wer das zum Kunden geschickt hat und so weiter. Ganz ein wesentlicher Punkt. Sie haben vor allem eine deutliche Reduzierung der Vorgangsbearbeitung, weil es eben nicht notwendig ist, dass ich da ein E-Mail schicke und das dann erst eine Stunde oder einen Tag später bearbeitet wird vom zuständigen Sachbearbeiter, sondern der nächste Mitarbeiter das sofort in seinem Bearbeitungspostfach vorfindet. Und wie gesagt, Beispiele haben uns gezeigt, nicht, dass es durch die Einführung dieses Workflows auch immer wieder zu einer deutlichen Reduzierung der Bearbeitungs- und vor allem der Nachbearbeitungszeiten kommt. Und die direkte Verbindung zur Geschäftsprozessanalyse und ERP, zwischen Geschäftsprozessanalyse und ERP-Anwendung, weil eben dieser Workflow nichts anderes ist als die Umsetzung der Geschäftsprozessdefinitionen in der entsprechenden ERP-Software. Das war auch schon der inhaltliche Teil einmal zu meinem Vortrag. Ich möchte jetzt zum Abschluss vielleicht noch ein paar Worte zum Unternehmen ProAlpha, falls Sie das noch nicht kennen, sagen oder loswerden auch. Die ProAlpha Software AG ist ein deutsches Unternehmen mit einer eigenen Niederlassung in Österreich. Wir sind hier in Österreich seit 1995 vertreten. Die ProAlpha Software AG selbst gibt es bereits seit 1992. Wir sind ein klassischer Anbieter von ERP, also Enterprise Resource Planning Software. Das umfasst heute eigentlich alle jene Softwarelösungen, bei denen die betriebswirtschaftlichen Standardprozesse in einem Industrie- oder Handelsunternehmen abgedeckt werden, deckt eben von der Auftragsbearbeitung, Produktionsplanung, alle diese Dinge ab. Die ProAlpha Software AG ist in diesem Markt, vor allem für mittelständische Unternehmen, glaube ich, ein sehr erfolgreiches Unternehmen, das jetzt über 20 Jahre fast ausschließlich oder praktisch ausschließlich organisch gewachsen ist, nicht durch Zukäufe. Wir haben mittlerweile mehr als 1700 Kunden, mehr als 2500 Installationen. Wir haben im vorletzten Wirtschaftsjahr, muss man sagen, weil unser letztes hat letzte Woche am 31. März geändert, über 50 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet, bei einem EBIT von 10 Millionen und einer Eigenkapitalquote von mehr als 50%. Mittlerweile beschäftigt das die Unternehmensgruppe mehr als 500 Mitarbeiter in 27 Niederlassungen. In Österreich sind wir mit 4 Niederlassungen vertreten, in Wien, in Gleisdorf, in Wels und in Innsbruck. Unser Produktspektrum umfasst im Prinzip
alle Aspekte, die heute eben eine klassische ERP-Lösung umfasst. Das beginnt eben mit dem, was man vor 20 Jahren klassischerweise als PPS, Produktionsplanungs- und Steuerungssystem, betrachtet hat. Von der Produktkonfiguration über Vertrieb, Materialwirtschaft, Einkauf, Produktion bis hin zum Service. Wir haben auch die kompletten Funktionen für das Rechnungswesen in einer eigenen Lösung abgedeckt. Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, das gesamte Controlling. Wir haben vor allem für Fertigungsunternehmen einen Modul APS, steht für Advanced Planning and Scheduling. Da geht es darum, dass wirklich aus der Auftragserfassung heraus bereits unter der Voraussetzung, dass die Stammdaten auch im System entsprechend gepflegt werden, sofort geprüft werden kann, nicht? Bis zu welchem Termin kann ich als produzierendes Unternehmen ein bestimmtes Produkt liefern. Es geht so weit, nicht? Dass man eben auch automatisch eine Einlastung simulieren kann über mehrere Ebenen in der Fertigung hindurch, das System selbstständig überprüft, wenn ich das Produkt beschaffen muss, welche Wiederbeschaffungszeiten habe ich und was wäre jetzt der früheste Fertigstellungstermin für dieses Produkt und das immer unter Berücksichtigung meiner bestehenden Auslastung. Also sehr komplexe Anfragen. Wir haben auch eine eigene CAD-Integration dabei, dass das nicht als Insel weitergeführt werden muss. Wir haben Module für Projektmanagement, für Dokumentenmanagementsystem, dass Sie also auch beliebige Office-Dokumente, ob das jetzt ein E-Mail, ein Word-Dokument ist, direkt an den Kundenauftrag dranhängen können. Informations- und Controlling-System, eben auch dann diese grafische Workflow-Komponente, die eben die Umsetzung von Geschäftsprozessen erlaubt, E-Business-Anwendungen, CRM. Also um diese Kernanforderungen im ERP- oder PPS-Umfeld herum hat sich mittlerweile ein Biotop an Anwendungen gebildet. Die ERP-Anwender bieten da sehr viel integrierte Lösungen an heutzutage. Und wie gesagt, unser Hauptansatzpunkt ist einfach der, nicht, dass wirklich die Integration dieser Module den größten Nutzen für die Unternehmen bringt, weil das Geld eben wirklich in dieser Prozessstandardisierung und dieser Abwicklung von Geschäftsprozessen ohne Medienbrüche liegt. Das ist unser Kernthema. Und wie gesagt, rundherum dann eben dieser grafische Geschäftsprozessdesigner und auch ein entsprechender Servicepass. Ein paar Alleinstellungsmerkmale, einige habe ich im Laufe meines Vortrags schon erwähnt von ProAlpha, die Portallösung, integriertes Dokumentenmanagementsystem, integrierter grafischer Geschäftsprozessdesigner mit einem Workflow-System, integriertes Dokumentenmanagementsystem. Sie sehen an dieser Folie schon, das Wort integriert kommt sehr häufig vor, weil das einfach das Thema ist, mit dem sich ProAlpha seit der Gründung des Unternehmens am intensivsten beschäftigt und wie gesagt unserer Meinung nach, dass der wesentliche Fokus ist, auf dem man die Einführung einer betriebswirtschaftlichen Software auch aufhängen sollte. Ja, einige Kunden, die unser Produkt im Einsatz haben aus Österreich und aus Deutschland hier auch. Sie sehen sehr viele größere mittelständische Produktions- und Handelsunternehmen, die dabei sind. Und damit bin ich auch bereits am Ende meines Vortrags. Stehen jetzt hier gerne für Fragen zur Verfügung. Wir haben ansonsten heute und morgen auch einen kleinen Stand draußen im Foyer. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, würde es uns freuen, wenn Sie auf uns zukommen. Dankeschön.